dieser Welt liegt es still an einem weiten Strand. Hat man es ins platte Land gestellt, als eine hohe, lange Bretterwand. Liegt es im Schweigen galaktischer Weiten, da wo die Sterne unbekannter Zeiten so fern unseres Wissens verglühten, ist es die Stille, das Wachsen der Wüsten, baumlos und müde, als ob wir es nicht wüssten, dass uns nur die Erde geliehen war. Dieser Welt liegt's am Ufer von den großen Flüssen, liegt's in Banken knausrig abgezählt, als ein Rest, den wir verjubeln müssen. Liegt's in den Gärten mit den hohen Zäunen, schläft es in unseren allerschlimmsten Träumen, die Nächte bei dir und mir, trägt es die Maske des Krieges so roh, liegt's in den Bunkern und Waffendepots zu verschlingen uns als ein wildes Tier. Deutsche Einigung von 1871 und die Folgen in Beziehung zu setzen zur zweiten deutschen Einheit 1990 und unserer Gegenwart. Heute ist unser Thema in diesem Zusammenhang Kunst und Medien und damals und heute. Und dazu haben wir auch wieder eine Reihe toller Gäste für Sie und euch hier heute im Studio. Und zwar in der ersten Runde, die ich moderieren werde. Mein Name ist Albert Scharenberg. Die zweite Runde wird dann moderiert von Achim Engelberg. Wir haben diese Reihe zusammen und auch diese Veranstaltung zusammen vorbereitet. Unsere Gäste heute sind einmal der Berliner Bürgermeister und Senator für Kultur und Europa, Dr. Klaus Lederer, und Susan Neiman, die Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam ist, aber auch verschiedene Professuren, ich glaube Yale und Tel Aviv, vorher innehatte, aber jetzt seit 2001, glaube ich. 2000, also das ist schon eine ganze Weile. Mhm. Aber das werden wir auch merken, glaube ich, wenn wir gleich im Gespräch in die Inhalte einsteigen, denn das macht sich nicht so nebenbei. Wir werden dann
in der zweiten und dritten Runde noch haben Katrin Rögler, die Vizepräsidentin der Berliner Akademie der Künste und Schriftstellerin, wie ihr und sie sicher wissen. Und wir haben noch den Künstler Leon Kahane. Also mit den beiden wird dann auch nach dieser Auftaktrunde weiter diskutiert. Aber jetzt würde ich gerne ohne lange Vorreden direkt in unser Thema einsteigen. Und ich fange mal an mit dir, Klaus. Du warst ja ziemlich genau vor einem Jahr hier zu Gast auch bei uns auf der Veranstaltung zum Thema Die Spur des Kolonialismus, wo wir diskutiert haben über die Frage der Restitution, der Rückgabe des kolonialen Raubguts, aber dann auch in der Weitung über die ganzen Kolonialverbrechen und wie eine Erinnerungs- und Politik, Wiedergutmachung wollten wir es nicht nennen, aber eine Politik, die das Erbe annimmt und sich verantwortlich verhält, wie die heute gestaltet sein kann. Wir haben dieses Thema in der Veranstaltungsreihe auch wiederholt aufgegriffen, insbesondere in der zweiten Veranstaltung. Und deshalb würde ich zunächst gerne fragen, aus deiner Perspektive als Politiker, sogar als Regierungspolitiker, warum müssen wir uns überhaupt heute mit dem Thema Kolonialismus befassen? Naja, es ist die Grundfrage, wozu und zu welchem Zweck betreibt man Erinnerungskultur und betreibt man Geschichte? Es gibt die eine Möglichkeit, ziemlich oft gewählte Möglichkeit ist die, Narrative zu konstruieren. Also jedes politische Gemeinwesen sucht sich aus der Geschichte die Traditionslinien raus, die die eigene Legitimität, die eigene Geschichte sozusagen untermauern. Und dann gibt es geschichtspolitische Auseinandersetzungen um die Frage, ob diese Narrative haltbar sind oder ob diese Narrative nicht haltbar sind. Und das ist ja egal, ob du über die zwei deutschen Vereinigungen sprichst oder über die Geschichte der parteibürokratischen Diktatur der SED oder ob du über die NS-Zeit sprichst. Die Frage, wie du diese Dinge einordnest, wie du sie historisch einordnest, ist nicht ganz irrelevant für die Frage, ob bestimmte Narrative aufrechterhalten bleiben können. Einerseits, also von oben gedacht und von unten gedacht, finde ich immer auch spannend, dass natürlich gesellschaftliche Auseinandersetzungen stattfinden, aktuell nun gerade wieder beispielsweise um den aufkeimenden öffentlich deutlicher spürbaren Antisemitismus, wir erleben Nationalchauvinismus, wir erleben Rassismus in der Gesellschaft und die sind nicht vom Himmel gefallen und sie sind nicht der Ausnahmezustand gegenüber dem Normalzustand des Guten, Wahren und Schönen, sondern sie haben mit Gesellschaft zu tun und deswegen ist für mich die spannende Frage immer in geschichtspolitischen Auseinandersetzungen, tun wir unseres dazu, dass und das muss in einer Demokratie der Anspruch sein, alle Menschen die Möglichkeit haben, auch Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung des Gemeinwesens. Dann brauchst du einen historischen Blick, dann brauchst du einen geschichtlichen Blick, um auch um die Brüche, um die Schwierigkeiten, um die Auseinandersetzungsfelder zu wissen in der Geschichte. Ja? Und gerade in Zeiten des Klimawandels, in Zeiten von Pandemien, in Zeiten von globaler Ungerechtigkeit zwischen den Ländern des Südens und des Nordens, glaube ich, ist dieses oftmals durch die NS-Geschichte, die Diktaturgeschichte des Stalinismus überlagerte koloniale Geschichte eine ganz zentrale Frage. Mhm. Denn es handelt sich nicht um im engeren Sinne deutsche Geschichte, sondern es handelt sich um Weltgeschichte, in der die europäischen, also die Länder des Nordens, aus einer Machtposition heraus gehandelt haben. Und wir spüren bis in die Gegenwart die Folgen dessen, ohne dass man sagen kann, es wäre jetzt alles ausschließlich Ergebnis kolonialer Geschichte. Das ist natürlich auch Blödsinn. Aber man versteht sozusagen die Gegenwart und die Konflikte der Gegenwart eigentlich nicht, ohne sich nicht auch mit der Geschichte auseinanderzusetzen, die hier lange Zeit niemand wahrhaben wollte. Ja, ein bisschen ist es ja immer noch so, wenn man sich das anguckt. Du hast mich jetzt gerade auch und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch daran erinnert, indem du es eingebettet hast in die Geschichte von Rassismus und Antisemitismus, dass wir heute ja auch im Jahrestag der Anschläge von Hanau hier uns versammeln. Insofern also der direkte Link da auch ist. Und mit Blick auf den Kolonialismus fällt doch auch auf, dass es sowas gibt wie eine koloniale Amnesie, bin ich fast geneigt zu sagen. Also dass ganz wenig eigentlich auch an Bildungsarbeit, Bildungsmaterial von den Schulen bis hin in die Kapillargefäße der Gesellschaft vorhanden ist.
Und das scheint ja doch ein Grundübel zu sein. Nun habt ihr ja, beziehungsweise die von dir geleitete Senatsverwaltung, ja ein Programm in diesem Feld aufgelegt, um sich der Geschichte und der Aufarbeitung anzunehmen. Könntest du dem Publikum dieses Programm kurz vorstellen? Naja, Herr Jürgen Zimmerer hat das Amnesie genannt und meinte den Begriff auch, glaube ich, nicht streng genommen so, wie er ihn verwendet hat. Es handelt sich ja ganz real eigentlich um eine Verdrängung. Es ist ja, es gibt ja ein Interesse daran, sich mit dieser Phase der Geschichte nicht zu beschäftigen. Und es stimmt natürlich auch nicht ganz, dass in den zurückliegenden Jahrzehnten sich niemand damit beschäftigt hat. Aber es war natürlich im Grunde ein, man würde sagen, Orchideenthema. Und auf der anderen Seite haben wir uns hier den Nachbau eines Hohenzollernschlosses in die Mitte unserer Stadt gestellt. Und Ironie der Geschichte, in diesem Nachbau befinden sich auch noch die außereuropäischen Sammlungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Also Sammlungen, die zu einem nicht unerheblichen Teil, ich glaube sogar zum größeren Teil, Ergebnis der kolonialen Raubzüge oder zumindest der kolonialen Epoche sind. So, wir haben gesagt, du kannst das Ganze nicht als ein Geschichtsprogramm von oben herab quasi durchtrickeln lassen, ja, sondern wenn, dann muss man im Grunde auch bei dieser Form, also wenn es eine wirklich kluge Art von Auseinandersetzung mit Geschichte sein soll, dann muss das anknüpfen an Traditionen von Erinnerungsarbeit, wie sie in den 70er Jahren, Grabe, wo du stehst, beispielsweise waren. Also wir müssen gucken, wo hier in unserer Stadt die Spuren dieser Geschichte sind, denn die gibt es. Sie kennt nur niemand. So. Egal, ob es jetzt beispielsweise der Treptower Park ist, wo sich eine sogenannte, böse ausgedrückt, ein Menschenzoo befand, eine Kolonialausstellung, wo Menschen hinverschleppt wurden, um sozusagen die unterlegenen Rassen dort sozusagen zu präsentieren, als Unterlegene. Ne? Also auch zur Bestätigung des eigenen Selbstbildes der europäischen oder auch hier im konkreten Fall der deutschen Gesellschaft. Wir versuchen in diesem auf 5 Jahre angelegten Projekt im Grunde die Stadt nach diesen Spuren zu durchsuchen. Wir versuchen dezentrale Projekte zu unterstützen. Wir gucken, wo finden sich in Straßennamen, an Gebäuden oder auch an Orten in der Stadt, die es gar nicht mehr gibt, diese Spuren kolonialer Geschichte. Und wir versuchen daran entlang auch andere Geschichten zu erzählen, die es nicht gibt. Die Geschichten auch von diasporischem Widerstand in der Stadt. Die Geschichten von Verwaltung der kolonialen Abhängigkeiten. Und es soll damit natürlich letztlich in der Breite ein Bewusstsein für diese Zeitschicht entwickelt werden. Und auch, da Geschichte nicht vom Himmel fällt, was hat das eigentlich mit dem zu tun, was danach kam? Ne? Also es gibt, ohne dass man sagen kann, das sei eine lineare Konsequenz, aber sowas wie Rasseideologien und dergleichen, die haben ihre Wurzeln auch schon in früheren Denkweisen, in früheren Bildern davon, wie menschliche Gesellschaft eingerichtet zu sein hat und wer aus im konkreten Fall dann biologischen Gründen das Zepter in der Hand hält und wer den Dreck wegzuräumen hat. Und diese Auseinandersetzung, die findet statt. Wir verbinden sie auch mit der Entkolonialisierung unserer Sammlungen. Das Technikmuseum beispielsweise beschäftigt sich mit dem globalen Sklavenhandel, mit dem Dreieckshandel und versucht, da andere Geschichten zu erzählen als in der Vergangenheit. Das Brücke-Museum untersucht seine Sammlungen darauf hin, weil auch Brücke-Künstler zum Teil inspiriert worden sind durch Kunstwerke kolonialer Provenienz, ob sich möglicherweise im Brücke-Museum koloniales Sammlungsgut befindet. Wir scannen die Sammlungen des Stadtmuseums Berlin, nicht weil dort etwa koloniales Raubgut sich befindet, das haben wir da nicht. Aber wir haben dort natürlich Spuren kolonialer Denkweisen. Ja, jedes Foto eines Ladens, wo Kolonialwaren drüber steht, ist letztlich eine solche Spur. Als ich klein war, gab es sowas noch an Häusern, dass oben Kolonialwaren dran stand. Und man konnte das für sich selber gar nicht einordnen. Ne? So. Bestimmte figurative, Werbesprüche, Zeitungsberichterstattungen. Ja, Kolonialismus war eben nicht nur dort, sondern eben auch hier, nur die andere Seite. Mhm. Und das versuchen wir über 5 Jahre mit zivilgesellschaftlichen Initiativen, mit diasporischen Communities, mit Wissenschaft, mit den Berliner Museumsinstitutionen versuchen wir das hinzubekommen.
Ja, ich will ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist eigentlich eine ganz tolle Sache und zeigt, dass sich Regieren an bestimmten Punkten doch tatsächlich lohnt. Denn bei so einem solchen Programm, das kann ja auch einen Unterschied machen. Das hat es vorher nicht gegeben. Jetzt ist es losgegangen und jetzt kann da auch was bei, wird da auch was bei rauskommen und auch werden Denkprozesse angestoßen, die natürlich dann auch, was heißt natürlich, aber die zu Veränderungen führen. Vielleicht noch eine kurze Frage dazu. Würdest du denn da auch sehen, dass es Besonderheiten gibt im deutschen Kolonialismus? Du hast es ja vorhin auch völlig zu Recht als ein europäisches Phänomen gesehen. Die Deutschen sind ja relativ spät gekommen, sieht man mal von einem kurzen preußischen Experiment im 17., 18. Jahrhundert ab. Wie sollten wir es betrachten? Als europäisches, als deutsches, als beides? Als beides. Aber also du kannst, ne, also wir erzählen Geschichte immer als Nationalgeschichte. Heute reden alle von der globalisierten Welt. Wir wissen, dass das schon, dass die nicht erst seit den 70er Jahren entstanden ist, sondern dass die Verbindungen, die Vernetzungen, die globalen Vernetzungen wesentlich älter sind. Also dass wir mindestens, dass eigentlich mit Beginn der frühen Neuzeit sowas wie internationale Beziehungen und selbst sozusagen die Beziehungen der europäischen Adelshäuser waren der Kampf um, um Einfluss, um Ressourcen, um Geltung und um die Durchsetzung der eigenen Vorstellungen und Narrative in den Kolonien. Und das war mal widersprüchlich und mal war es verbunden. Aber schon die Berliner Konferenz zeigt doch, wo man nochmal den afrikanischen Kontinent aufgeteilt hat, zeigt doch, dass es am Ende ein kollusives Zusammenwirken war. Also man war sich einig, obwohl man sich bekämpft hat, in der Ausplünderung der Kolonien. Die Frage war nur, wer kriegt welchen Anteil? Natürlich gibt es Spezifika des deutschen Kolonialismus. Eine zum Beispiel, ein Spezifikum ist in der Gegenwart zum Beispiel der Selbstbetrug, das selbst eingeredete, man wäre ja gar nicht richtig dabei gewesen und müsse sich deswegen auch gar nicht so intensiv wie Frankreich, Belgien, Spanien, Portugal, Großbritannien mit der eigenen Kolonialgeschichte auseinandersetzen. Dazu braucht es erst tatsächlich Benedikt Savoie, das Hohenzollernschloss und die dortigen außereuropäischen Sammlungen und den berühmten Satz, es handele sich dabei im Grunde um ein Gebäude, was dem Sarkophag von Tschernobyl vergleichbar wäre. Und einer breiten zivilgesellschaftlichen, dauerhaften Pressur auf die gesellschaftlich Handelnden, politisch Handelnden, damit sich da was bewegt. Ja, es ist wie so oft in der Politik, ohne Druck kommt da wenig bei raus. Insofern ist das alles sehr zu begrüßen. Das freut mich, dass da jetzt Bewegung reinkommt und ich freue mich auch, wie gesagt, ganz besonders, dass das auch regierungsseitig gefördert wird, diese Auseinandersetzung. Ich würde jetzt mal zu Ihnen übergehen, Frau Neimen. Auch darum hatte ich diese letzte Frage gestellt. Sie haben ja vor 2 Jahren, glaube ich, 2019, ein Buch veröffentlicht in den USA, Learning from the Germans. Genau. Das letztes Jahr, ich glaube im Herbst, auch in Deutschland erschienen. Nein, ist. Im März. Im März, doch schon kurz früher. Kurz vor dem Lockdown. Ja. Mit dem Titel Von den Deutschen lernen. Das habe ich mir intensiv angeschaut, aber da muss ich doch als erstes die Frage stellen, was würden Sie denn sagen? Was kann man denn ausgerechnet von den Deutschen lernen? Ja, der Titel ist provozierend gemeint und es hat auch provoziert. Interessanterweise, die Amerikaner waren erschrocken oder provoziert, als ich meine Recherchen dafür anfing. Und als das Buch herauskam, nach 3 Jahren Trump, hat keiner Amerikaner daran Anstoß genommen. Ganz im Gegenteil. Das Buch ist da, also es ist im Augenblick ausverkauft. Man kann es nicht bekommen, leider. Und die Druckereien, ja, in Covid ist es kompliziert. Aber das Buch ist dort sehr gut angekommen. In Deutschland ist die Provokation natürlich eine andere. Und wer nur den Titel hört, meint, ich würde die ganze deutsche Nachkriegszeit schönreden und ich hätte keine Ahnung, ich bin sowieso Army. Ganz im Gegenteil, das Erste, was man von den Deutschen lernen kann, ist, wie schwer die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist. Und ob Sie mir glauben oder nicht, das erleichtert Menschen, ob in den USA oder in Großbritannien, wenn sie hören, ja nicht mal die Nazis
haben sofort irgendwelche Versuche auf Wiedergutmachung gemacht. Ja? Also im ersten Teil des Buches erzähle ich, wie lang, wie schwer, wie widerwillig es alles geschehen ist. Und dennoch hat Deutschland etwas vollgezogen, was bis jetzt noch kein Land gemacht hat. Er hat dieses Selbstbild als Opfer zu einem Selbstbild als Täter gewendet. Und das ist wirklich erstmalig. Mhm. Es ist ganz klar, wenn man guckt, wir wollen unsere Leute lieber als Helden sehen. Wenn das nicht geht, irgendwie eine geschichtliche Ereignis geschehen ist, dann sieht man die Leute als Opfer. Und es ist natürlich schockierend für Leute, die nicht in Deutschland aufgewachsen sind, zu lesen, wie sehr die Bundesdeutscher in den ersten Jahrzehnten sich als erste Opfer des Krieges gesehen haben. Ja? Man im Ausland, wenn man ein ikonisches Nachkriegsdeutschland-Bild kennt, es ist Willy Brandt auf den Knien vor dem Warschauer Ghetto Denkmal. Was man aber im Ausland nicht weiß, ist, dass die Mehrheit der Bundesdeutschen diese Geste gar nicht gefallen hat. Ganz im Gegenteil, okay? Aber trotz allem ist diese Bewegung von Opfer zu Täter doch weitgehend vollgezogen, völlig anders in den anderen, in den beiden Teilen von Deutschland. Darauf würde ich gerne auch zurückkommen, aber vielleicht ist das erstmal eine Antwort. Also erstmal ist es schwierig, aber es ist möglich. Und das ist eine Lektion für andere Länder, die weit hinter Deutschland sind, in puncto Kolonialismusaufarbeitung. Vor weniger als einem Jahr gab es eine Umfrage in Großbritannien und nicht einmal 19% der Briten dachten, sie sollten sich auf irgendeine Weise schämen für den Kolonialreich. Black Lives Matter hat dazu beigetragen, das ist jetzt eine andere Stimmung. Also Großbritannien ist noch hinter den USA in dem Punkt. Und zweitens, diese Vergangenheitsaufarbeitung, das ist eine multigenerationale, aber auch eine multidimensionale Aufgabe. Ich glaube eigentlich, die Kultur spielt vielleicht die wichtigste Rolle, aber es gibt nicht nur, weil ich mit dem Kultursenator rede, aber je länger ich darüber nachdenke, ist mir diese kulturelle Einflüsse, sind mir diese kulturelle Einflüsse immer wichtiger geworden. Natürlich muss man in die Schulen anfangen. Natürlich geht es um die Ikonografien in den Städten, in denen wir leben, wer wird gedacht, also welche Denkmäler gibt es etc. Aber diese kulturellen Einflüsse sind vielleicht die wichtigste. Ja, da würde ich jetzt gar nicht widersprechen wollen. Ich fand das auch, dass der Titel ja besticht dadurch, dass er provoziert, ich glaube auch besonders in Deutschland provoziert. Bei mir war es auch so, ich habe dann erst, also ich sah ein bisschen gefremdelt, so, dann denkt man ja auch, ne, zwei Seelen in meiner Brust, zum einen fremdlich, zum anderen habe ich aber selber die Erfahrung gemacht, die sie auch beschreiben, interessanterweise auch ausgerechnet in Montgomery, Alabama, wo mir auch eine Kollegin, die am Southern Poverty Law Center arbeitet, genau den Vorschlag machte oder mich konfrontierte damit, die Deutschen haben das doch viel besser gemacht, das brauchen wir hier jetzt eigentlich auch mal. Und unter dem Gesichtspunkt hat es dann angefangen, was heißt angefangen? Jedenfalls hat es mir auch Sinn gemacht, weil ja diese Auseinandersetzung im amerikanischen Süden so nie stattgefunden hat. Sie haben es gerade schon angedeutet, ne? Weil ja eher da das Opfernarrativ sofort 1865 losging, genau. Und die Chivalry und wie gut man eigentlich war und wie ehrenhaft man gekämpft hat und so weiter. Und am Ende dieses Prozesses war die Rassentrennung wiederhergestellt. Der Ku Klux Klan hat für die Ordnung gesorgt und der oberste Gerichtshof hat es sanktioniert. Und das ist im Grunde nie geändert worden. Sie haben auch und da würde ich noch mal zu fragen, diesen Vergleich gebracht mit den Trump-Anhängern und den AfD-Anhängern, dass es bestimmte Parallelen gibt, andere auch bestimmt, nicht. Aber ganz viele. Die, worauf ich hinaus wollte, ist, sie vergleichen auch an einem Punkt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo es war, Sachsen und Mississippi. Können Sie das kurz?
ich kenne Sachsen viel zu wenig, musste ich sagen. Ich glaube, ich habe Bayern und Mississippi verglichen. Mit der AfD war es schon, Ja, Sachsen. ich habe schon über Sachsen gesprochen. Also, wo soll man anfangen? Das sind Menschen, die eine gewisse Neigung zu Fremdenfeindlichkeit haben. Diese Fremdenfeindlichkeit, glaube ich, ist nicht wirklich angeboren. Die hat politische Gründe und politische Ursachen, die muss man untersuchen. Ja. Fremdenfeindlichkeit wird natürlich ausgenutzt, aber für politische Zwecken. Ja. Aber das sind zwei Orten, wo das ganz stark passiert ist. Allerdings möchte ich betonen, ich habe mich auf den amerikanischen Süden in den amerikanischen Teil des Buches konzentriert, aber nicht, weil Rassismus nur dort ein Problem ist. Es ist nur deutlicher dort. Ja. Und die Geschichte erlebt man bewusster. Auch die Geschichtsfälschung erlebt man bewusster. Aber jedenfalls kann man nicht sagen, wie man in manchen Orten sagt, ach, Amerikaner denken eher über die Zukunft als über die Vergangenheit. Das ist alles sehr präsent. Aber in der Zwischenzeit gibt es auch Afroamerikaner, die meinten, die rassistischen Probleme könnten vielleicht eher im Süden überwunden werden als im Norden. Allerdings glaube ich nicht, dass man das von Sachsen sagen konnte. Ja, das stimmt. Also eine andere Frage haben Sie im Grunde schon beantwortet. Ich wollte nochmal den Vergleich fragen, 1970 und heute, aber das haben Sie mit dem Bild vom Kniefall in Warschau schon so gut eingefangen, dass ich doch jetzt fast eher nochmal das öffnen würde und nochmal ein bisschen allgemeiner in die Frage der Erinnerungspolitik zu kommen. Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, das ist, glaube ich, ziemlich zum Schluss hin, dass ein deutsches Tabu des Rassismus auf Antisemitismus beschränkt ist. Ich glaube, das ist in Gesprächen, insbesondere mit People of Color, Ihnen bedeutet worden. Das hat mir sehr viel Sinn gemacht, obwohl es natürlich auch Antisemitismus in der Gesellschaft gibt, das ist ja alles völlig klar. Da würde ich mal an dich die Frage stellen, würdest du das auch so sehen, Klaus, dass das Tabu des Rassismus in Deutschland im Grunde sich auf den Antisemitismus bezieht, dass der Antisemitismus tabuisiert ist, der Rassismus gegenüber Schwarzen aber nicht so. Wir also von der gesellschaftlichen Steuerung, würde ich mal sagen, soweit man davon sprechen kann. Ich weiß nicht so recht. Also ich habe das ja vorhin schon beschrieben, also Antisemitismus ist in seiner klassischen Form tabuisiert. Also sozusagen der eliminatorische Antisemitismus der Nazis, der Antijudaismus, der eine der Wurzeln dieser Sichtweise, das ist tabuisiert. Und dennoch hast du natürlich tendenziell bestimmte Zuschreibungen der Übel des Kapitalismus auf bestimmte Menschengruppen auch hierzulande. Und du hast auch in der Politik sowas gehabt. So. Ich würde schon mal sagen, also offiziell ist das natürlich alles tabuisiert. Und trotzdem findet es subkutan und unterschwellig statt. Und es ist auch eine ganz spannende Frage, wie man über Antisemitismus und auch über Rassismus in der Gesellschaft redet. Es findet ja keine Verständigung mehr darüber statt, sondern es wird ja quasi als Phänomen gesetzt und genommen. Ja? Und da bin ich wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Die Frage kommt ja auch im Übrigen noch eines dazu, in den USA spielt natürlich die Rolle der People of, ist die Zahl der People of Color und die Rolle in ihrer Geschichte nochmal, der hat eine ganz andere Dimension als hier, hier in Deutschland. Aber deswegen komme ich nochmal auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe. Also Max Czollek hat mal in Bezug auf das Verhältnis zwischen deutschen Juden und Deutschen, die nicht Juden sind, von Gedächtnistheater geredet. So, ne, also von Zuschreibungen und Erwartungen im Rahmen eines ritualisiert ablaufenden Prozesses. Und ich glaube, dass das tatsächlich richtig ist und dass man dem wirklich nur entgegenkommt mit einer lebendigen von unten, also weniger einer von oben eingeführten, obwohl es die auch braucht, ritualisierten Gedenkkultur, sondern man braucht tatsächlich die lebendige, von unten wachsende Auseinandersetzung mit Geschichte. Und natürlich aus der Perspektive der Gegenwart, nicht als Hobby, um die Museen vollzustellen. Und ich glaube, das geschieht jetzt erst. Diese Auseinandersetzung findet jetzt nochmal völlig neu statt.
Und das hat natürlich mit dem Erstarken einer Partei zu tun, die einen vermeintlichen Konsens über die Geschichte brutal in Frage stellt, die von Schlussstrichmentalität, von Vogelschiss redet und dergleichen mehr. Und die zwingt eigentlich, die das nicht vertreten, auch noch mal viel schärfer in die eigene Auseinandersetzung um die Frage, wofür stehen wir eigentlich? Ich würde gerne darauf reagieren. Ja, gerne. Erstens, Max Scholleck ist erst sehr jung. Stimmt. Ich auch. Ja, das ist noch junger als ich. Und die Rede von Gedächtnistheater war auch ein Zitat von ihm, von jemand anders. Ich finde, das trifft sehr gut auf die 80er Jahre zu. Da ich aber in Berlin überwiegend seit 1982 lebe, sehe ich schon eine Entwicklung, die vielleicht ein 30-Jähriger nicht sehen kann. Also Gedächtnistheater hätte man vielleicht wirklich vor 30 Jahren sagen können. Ich finde eine zunehmende Offenheit, wie Sie sagen, die anders ist. Es könnte allerdings, man könnte offener mit real existierenden Juden umgehen. Es gibt immer noch, glaube ich, ein Trauma. Was man in Deutschland meist über die Juden weiß, ist, wir haben sie schrecklich ermordet. Und wirklich Offenheit zu der jetzigen jüdischen Diskurs, wie sie anderswo stattfindet, also in Israel, in den USA, selbst in Frankreich, findet hier leider nicht statt. Die Juden werden vertreten durch die sehr konservative jüdische Gemeinden. Und das gilt als die offizielle jüdische Meinung. Aber ein anderer Punkt finde ich vielleicht noch wichtiger. Es ist umstritten, also Historiker und andere Geisteswissenschaftler streiten darum, ob Antisemitismus eine Form der Rassismus ist. Mhm. Ich finde ja, also sage ich gern als Jüden. Und das ist etwas, was ich finde, die DDR doch besser gemacht hat als die BRD oder als wir heute jetzt in Vereinten Deutschland machen. Das heißt, die Juden waren ermordet, aber die DDR hat auch die 14 Millionen slawische Bürger gedacht. Das war ein Teil ein Rassismus, das es immer noch leise gibt, obwohl, richtig, es ist tabuisiert, etwas Schreckliches über Juden jedenfalls offen zu sagen. Aber ich glaube, wir täten uns alle gut daran, Antisemitismus als eine Form des Rassismus zu verstehen. Und ich bekomme immer, also bei Interviews oder so, wo es mir darum geht, würde ich vielleicht anfangen zu sagen, als Jüdin denke ich. Und dann sagt der Journalist, ja, Sie kommen aus einer jüdischen Familie. Und ich sage, nein, ich habe gesagt, ich bin Juden, das ist für Juden kein Schimpfwort. Und dann sagte der Journalist, ja, aber ich weiß nicht, wie ihre religiösen Praktiken sind. Spätestens seit den Nazis ist es sehr klar, das ist völlig egal, was die religiösen Praktiken sind. Juden sind ein Volk. Es gibt bestimmte Vorurteile Juden gegenüber, es gibt andere Vorurteile Afrikaner gegenüber, andere Asiaten gegenüber, aber im Grunde genommen ist es das gleiche Problem. Naja, ich würde ein Stück weit, also zum einen glaube ich, dass Sie natürlich recht haben mit Ihrer Perspektive auf die 80er. In den 70ern überhaupt begann erst sowas wie ein offener Diskurs um die Geschichte davor, wenn man das mal ganz, also einer, der nicht auf Nischen oder auf kleine Teile der Gesellschaft beschränkt war. Ne? Insofern sind natürlich die 80er Jahre vermutlich noch mal prototypisch und davor erst recht. Ja? Also ich meine, es gab ja sogar Verträge zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Israel, die hierzulande auch im Grunde noch mit einem antisemitischen Kontext begründet worden sind. Das darf man ja alles nicht vergessen. So, ne? Die Weltherrschaft. So. Ja, also mit denen muss man sich einigen, weil die haben so verdammt viel Macht und wenn wir irgendwo da, ja, dann genau. So. Aber nein, ich neige schon dem schon der Analyse zu, die Moishe Postone über den Antisemitismus doch als ein spezifisches als schon noch mal eine spezifische Form der Zuschreibung
von Verantwortung für Missstände in der Gesellschaft betrifft. Also das finde ich schon ziemlich überzeugend. Und ich meinte mit dem Gedächtnistheater auch eher so eine Grundaufstellung auch verbunden mit einem höchsten Maß an Unsicherheit der Akteurinnen und Akteure. Das ist richtig. Also eigentlich genau das, was Sie beschrieben haben, wo bestimmte Rollen und Erwartungen projiziert werden in einem solchen Diskurs. Und da glaube ich, es ist ja noch nicht sehr lange her, dass Deutschland sich als Einwanderungsland versteht. Und die praktische Politik ist noch lange nicht so weit, als das sozusagen anzuerkennen als ein Phänomen. Die Diversifizierung einer Gesellschaft, natürlich auch nochmal die Frage von Integration und Partizipation, von Teilhabe, von Mehrheitsgesellschaft und Minderheitsgesellschaft und der Akzeptanz von Vielfalt auf eine ganz andere Art und Weise evoziert. Und ich glaube, in dieser Phase sind wir jetzt. Ne? Und da sage ich aber schon, Rollen nicht einzunehmen, die von einem erwartet werden, können einen erheblichen Beitrag leisten zu einem progressiven, von unten wachsenden, guten Geschichtsdiskurs. Das würde ich zustimmen und Postone habe ich geschätzt. Ich lasse das beiseite, weil wir nicht so viel Zeit haben. Was ich hoffe, ich meine, man kann lange darüber streiten. Natürlich, ist jetzt auch wahrscheinlich für diese moralisch so wichtig. Moralisch finde ich, und ich bin eben Philosophin, Antisemitismus und anderen Formen von Rassismus im Grunde genommen gleich. Aber ich... Das ist wohl so. Ich und historisch natürlich. Die Unterschiede sind interessant, aber die sind nicht moralisch interessant. ich will nur noch eine Hoffnung hier aufsprechen, wenn ich das darf. Sie haben von einer Bewegung von unten und das erlebe ich auch und ich freue mich sehr darüber. Was ich noch nicht sehe, ist ein Versuch auf eine gesamtdeutsche Erinnerungskultur. Und ich finde, das fehlt enorm. Und ich merke das, ich habe das Glück, dass ich weder Ossi noch Wessi bin. Und deshalb höre ich manchmal Sachen von beiden Seiten, was sie einander nicht sagen. Ich finde es eine Schande, wie Westdeutscher über den Antifaschismus der DDR sprechen. Dieser Vorwurf, der verordnete Antifaschismus, finde ich eigentlich unsinnig. Was sollte man machen mit einem von Nazi-Propaganda verseuchten Volk, außer den Antifaschismus zu verordnen? Und zweitens, die gleichen Menschen, die dieser Vorwurf bringen, sind sehr oft die Menschen, die zu Recht beklagen, dass in der Adenauer-Zeit gab es überhaupt keine verordnete Antifaschismus. Ja? Und das hat gefehlt. Also ich will nicht sagen, um Gottes Willen, dass alles richtig gemacht worden ist in der DDR. Mir ist vollkommen klar, dass der Antifaschismus instrumentalisiert worden ist. Vielleicht das Dummste, was die DDR je gemacht hat, war diese Mauer, die antifaschistische Schutzwall zu nennen. Ja. Das ist mir alles klar. Was mir aber wichtig ist, ist, dass diese einfache Botschaft, die Nazis waren Verbrecher, und die zu besiegen, war eine Befreiung. Die gab es nur in einem Teil Deutschlands und der andere Teil nicht. Und ich denke, das muss gewürdigt werden. Das muss sowohl wissenschaftlich wie auch in der Gesellschaft diskutiert werden. Und das ist bisher ein Tabu. Ich kriege tatsächlich Hassbriefe wegen also solcher Aussagen. Das überrascht mich jetzt nicht so, muss ich sagen, aber finde das auch beeindruckend. Da gibt es auch, glaube ich, gleich noch eine Möglichkeit in der nächsten Runde, da nochmal drauf zurückzukommen, weil da geht es um die gesamtdeutsche Erinnerung unter anderem. Wunderbar. Wir müssen jetzt auch hier schon ziemlich zum Übergang kommen. Festhalten wollte ich nochmal, also bei den zentralen Punkten gab es doch eine große Einigkeit, also dass es eine Bewegung gibt, die von unten kommen muss, um die Sachen aufzuarbeiten und in der Zivilgesellschaft sich emporzuarbeiten, was nicht dagegen spricht, dass von oben auch entsprechend die Impulse kommen müssen. Und dann auch die Frage, was ich noch ganz kurz sagen wollte, Antisemitismus, Rassismus, diese Frage, ne, die ich an Ihr Buch angelehnt hatte, beim Antisemitismus scheren relativ wenige aus.
beim Rassismus gibt es im Moment, da toben ja die Auseinandersetzungen in der gesellschaftlichen Breite, die Twitter-Kriege und was es da zurzeit gerade alles gibt. Und das zeigt eben, dass diese Art der Vergangenheit und Gegenwart viel weniger bearbeitet worden ist im kollektiven Bewusstsein. Das macht das eine nicht weniger schlimm als das andere. Das ist jetzt nicht der Punkt, sondern einfach, dass es da ein großes Feld gibt. Und da haben wir jetzt leider nicht die Zeit zu, aber sonst hätte ich mich noch bezogen. Vielleicht können Sie das in dem nächsten Panel noch aufgreifen. Was mich auch berührt hat, ist diese Umkehrung, von der Sie sprechen, Täter auf Opfer, Mitgefühl mit den Opfern zu wecken im Rahmen der Erinnerungspolitik. Mit den anderen, mit den anderen Opfern, nicht mit der eigenen Opfer. Nicht mit sich selber. Ja. Das wäre also übrigens, vor dem Hintergrund ist die Anforderung von Frau Nehmen an eine gesamtdeutsche, eigentlich die Aufforderung an eine gesamteuropäische Erinnerungskultur, weil wir müssen, also dass die Mauer durch Deutschland ging, ist das eine. Mhm. Aber es gab Osteuropa und Westeuropa und es gab einen Kalten Krieg. Und nach wie vor verharren die nationalen Narrative in den nationalen Strukturen. In einem geeinten Europa mit den Nachbarn Russland auf der einen Seite. Also ich glaube, da ist noch ein Haufen zu machen. Und da ist noch ein Riesenbedarf, wenn man sich auch anguckt, die unterschiedlichen Welten, in denen über die Geschichte des NS-Faschismus und den Krieg gesprochen wird, da können wir jetzt leider nicht drauf eingehen, sondern wir müssen jetzt übergehen gleich zum nächsten Panel. Sie bleiben ja noch sitzen, Frau Nehmen. Vielen Dank auch an dich, Klaus. Aber jetzt kommt erstmal gewissermaßen als besonderer Bonus ein Video des Künstlers Leon Kahane. Wisst ihr, warum wir hier sitzen? Weil Jerry den Krieg verloren hat. Ich war mittendrin und habe alles gesehen. Jerry, so haben die Briten die Deutschen im Zweiten Weltkrieg genannt. Ich bin eigentlich auch aus Deutschland, aus Coburg, der ersten Nazi-Stadt Deutschlands. Meinen Namen, Jerry Kahn, habe ich also von den Briten bekommen, weil ich ein deutsches Produkt bin. Später wurde ich selbst zum Briten. Und mein Name bekam noch eine ganz andere Bedeutung. Aber davon erzähle ich euch später. Erstmal erzähle ich euch, wie die ganze Geschichte begann. Deshalb seid ihr ja hier. Ich habe es schon sehr oft erzählt und ich werde sie euch heute noch einmal erzählen. Aber diesmal könntet ihr endlich mal richtig zuhören. Ich bin wie ihr und ihr seid wie ich. Und solange wie es euch gibt, soll es auch meine Geschichte geben. Ihr müsst aber verstehen, warum, und deshalb müsst ihr zuallererst verstehen, wo ihr herkommt. Im Internet gibt es Videos von irgendwelchen Typen, Prepper, die sitzen in ihren Wohnzimmern und erzählen, wie sie sich auf die Apokalypse vorbereiten. Die reden ständig von uns und stapeln uns haufenweise bis unter ihre Kellerdecken. Wie soll man diesen Schwachsinn verstehen? Well. In Jerryland nichts Neues, wenn man nur die verdammte Geschichte kennt. Die Deutschen haben's mit den totalen Kriegen. Nach dem Ersten Weltkrieg kam gleich der Zweite. Wieder war es der deutsch-nationale Imperialismus, der den deutschen Erfindergeist so richtig auf Hochtouren brachte. Für Expansion braucht man Mobilität. Für Mobilität braucht man Treibstoff. Und für den Treibstoff brauchten sie mich. Deutsche Ingenieure haben mich 1936 entwickelt. Sie haben mir ein großes X in die Brust gestanzt, für mehr Standhaftigkeit. Meine Schweißnaht ist wie eine Vene durch meinen eigenen Körper vor Verletzungen geschützt. Mein Verschluss hält höchsten Druckstand und durch meinen etwas schiefen Schulterstand bleibt in meinem Kopf immer etwas Luft, so dass ich im Wasser oben schwimme. Ich bin ein Beispiel deutscher Präzision. Schließlich wurde ich von sowjetischen Zwangsarbeitern in deutschen Fabriken produziert. In Coburg. Sie haben Versuche an mir durchgeführt. Immer wieder haben sie mich aus dem zweiten Stock auf den blanken Asphalt fallen lassen. Aber dank meiner abgerundeten Ecken blieb ich auch nach schrecklichsten Strapazen einsatzbereit. Die Alliierten haben Wind von mir bekommen und besorgten sich meine Baupläne von einem amerikanischen Ingenieur, der 1939 mit einem einzigen Wagen, beladen mit einer ganzen Palette von uns, von Deutschland bis nach Indien fuhr und von dort
mit einem Schiff nach Amerika. Ich wurde eingelagert, bis ein britischer Soldat endlich auf die Idee kam, mich nachbauen zu lassen. So here we are. Ich wurde zum internationalen Star. Die Briten drehten Propagandafilme mit mir. Jerry cans to can Jerry. Ich wurde vom Feind zum engsten Verbündeten und zum Helden. Überall kam ich zum Einsatz. Ich habe alles gesehen. Entwickelt von den Deutschen, ihre Religion war Eisen und ihr Gott war Blut, habe ich am Ende geholfen, diesem Todeskult einen Todesstoß zu versetzen. Also, warum sind wir nochmal hier? Ja, dann hallo zur zweiten Runde. Ich begrüße dann den Macher des Videos, Leo Kahane. Hallo. Ein Bildner Künstler. Wie bist du auf die Idee gekommen zu diesem Video oder überhaupt zu dieser Arbeit? Ja, die Arbeit, was jetzt man in dem Video nicht sieht, es gibt da natürlich noch einen Kontext dazu, zu diesem Jerrycan, zu diesem ehemaligen oder ursprünglichen Wehrmachtseinheitskanister. Und zwar ist das ein Produkt gewesen der Firma Max Brose. Und Max Brose ist bis heute eines der größten deutschen Familienunternehmen mit Sitz in Coburg. Und dieser Kanister wurde hergestellt für die Wehrmacht, nicht erfunden von Max Brose, aber produziert von Max Brose, unter anderem durch den, ich sage mal, Missbrauch von 200 Zwangsarbeitern. Die waren an die Fabrik quasi direkt, die haben sozusagen am Fabrikgelände in Kasernen gelebt, die waren bewacht von der Wehrmacht und haben diesen Kanister hergestellt. Und das war das erste Massenprodukt der Firma Max Brose. Und letztlich kann man auch sagen, dass die Firma dadurch so groß geworden ist, dass sie sich damit auch für einen Persilschein qualifiziert haben. Max Brose, diese Firma gibt es nach wie vor. Die heißen auch noch Max Brose GmbH, immer noch ein Familienunternehmen. Und inzwischen heißt der Chef aber Michael Stoschek, das ist der Enkel von Max Brose. Und Michael Stoschek hat eine ziemlich problematische, sagen wir mal, Erinnerungspolitik mit der eigenen Familie. Also er hat Familienbiografie in Auftrag gegeben, die ohne Quellen auskommt und quasi eine komplette Schönung der Familie ist. Die hat er kommentiert mit: Mein Großvater war so gut, er hätte sogar Juden gerettet, wenn es hier in Coburg ein KZ gegeben hätte. Das war sozusagen das Kommentar. Also dieses Buch hat für ziemlich viel Skandal in der Geschichtswissenschaft gesorgt. Der nächste skandalöse Fall war, dass er seit 2004 versucht hat, in Coburg eine Straße umzubenennen, in die Max-Brose-Straße. Die Straße gibt es inzwischen seit 2015. Das hat er durchgesetzt, indem er der Stadt die Förderungen entzogen hat. Also die Firma hat, ich glaube, 25.000 Mitarbeiter. Ich weiß nicht, wie viele in Coburg, aber sie sind sozusagen ja dort auch finanziell ganz prominent irgendwie involviert in alle möglichen Unternehmungen in dieser Stadt. Kulturförderung, nehme ich mal an. Er hat das durchgesetzt. Die Straße führt entlang an der ehemaligen Synagoge von Coburg, und das ist 2015 gewesen, also zu einer Zeit, wo wir doch eigentlich über die Frage, wie Straßen heutzutage zu heißen haben, doch schon etwas aufgeklärter sind, auch in Deutschland. Und der ausschlaggebende Moment, also warum ich diese Arbeit überhaupt gemacht habe, ist, ich wurde eingeladen, in einem ganz kleinen Raum in der Leipziger Straße eine Ausstellung zu machen, und eigentlich war das alles zeitlich so ein bisschen schwierig, aber dann fiel mir auf, der Raum ist direkt quasi in unmittelbarer Nachbarschaft zu der großen Sammlung von Julia Stoschek. Julia Stoschek ist Erbin, Brose-Erbin,
ist auch im Vorstand des Unternehmens, wenn ich mich jetzt sozusagen das richtig sehe. Also sie lebt von dem Geld, sie arbeitet mit dem Geld und hat eine der wichtigsten internationalen Videokunstsammlungen hat sich überhaupt gar nicht mit diesem Thema beschäftigt, hat sich dazu auch nicht bekannt. Es ist eigentlich schon thematisiert worden in Deutschland. Das ist jetzt sozusagen kein Geheimwissen, was ich irgendwo her habe, sondern man kann das doch ganz gut recherchieren. In der Kunst spielt das überhaupt gar keine Rolle. Sie hat viele Ausstellungen oder ganz tolle Ausstellungen eigentlich gemacht mit Künstlern wie Asha Jaffer, die sich mit Kolonialismus und Sklaverei in Amerika auseinandergesetzt hat, was ich besonders hart finde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Asha Jaffer weiß, was sozusagen die Familiengeschichte von Julia Stoschek ist. Also zumindest würde es mich mal interessieren, ob er es weiß. Und also naheliegender wäre natürlich, sich eigentlich mit dieser eigenen, sagen wir mal, Vergangenheit, Zwangsarbeit und sowas auseinanderzusetzen. Da stellt sich aber die Frage, wir haben ja jetzt auch schon beim ersten Teil darüber gesprochen, diese Parallelgeschichten von Kolonialgeschichte, ob Antisemitismus ein Teil des Rassismus ist. Wie kriegt man diese Parallelgeschichten zusammen? Du arbeitest ja vor allen Dingen über Antisemitismus und die Verbrechen der Nazis, aber wahrscheinlich ist, da wir jetzt ein Einwanderungsland sind, notwendig, Parallelgeschichten zu erzählen. Oder Vernetzungsgeschichten vielleicht. Oder täusche ich mich da? Oder ist doch. Also das sollte man auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich, also ich brauche das nicht zu sagen, dass das eine ein Teil vom anderen ist. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es sozusagen eine Frage von qualitativen Unterschieden ist. Sondern mir ist es wichtig zu erkennen, was sind sozusagen die unterschiedlichen Erscheinungsformen, gerade sozusagen um die jeweiligen Fälle auch sozusagen auf ihre Besonderheit zu prüfen. Also mir persönlich ist das sehr wichtig. Ich habe sehr früh, also 2008, mal zum Beispiel eine Arbeit gemacht über Frontex. Da wusste in der Kunst und Kultur überhaupt gar keiner, was das ist. Überhaupt wussten es wenige. Auch Arbeiten darüber gemacht, was für... Das ist die Grenzschutzagentur, genau. Oder es gab auch Arbeiten über pädagogische Comics, die die Konrad-Adenauer-Stiftung im Senegal rausbringt, die ziemlich skandalös sind, also wo sozusagen von der Überfahrt nach Europa gewarnt wird, vom Brain Drain und so, das ist unheimlich zynisch. Also auch so eine Themen sind sozusagen, waren für mich immer sehr wichtig. Allerdings sehe ich persönlich im Moment, also was mir sehr, also wie soll ich sagen, in Deutschland zumindest würde ich aus meiner persönlichen Erfahrung, da würde ich Ihnen wahrscheinlich auch widersprechen als ostdeutscher Jude, die Kontinuitäten, die kulturellen Kontinuitäten, die heute sozusagen wieder so hochkommen, mich erinnert es sehr stark an den Kulturpessimismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Auch in Amerika erinnert mich das daran sehr stark. Und ich habe schon das Gefühl, dass es sehr stark verbunden ist mit sozusagen kulturellen Kontinuitäten, die sich aus dem Antisemitismus eigentlich auch ableiten. Da kann ich ja gleich das Widerspruch auffordern. Also ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich darauf reagieren soll. Also ich verstehe das nicht als Einwand, noch nicht. Sie können mir gerne einen Einwand machen. Soweit war ich jetzt noch nicht, aber wir können ja erstmal. Aber du wolltest sagen. Naja, es ist sozusagen, sagen wir mal so, ich als Künstler, ich sehe zum Beispiel schon sehr lange, ist mir das sehr bewusst, dass die Probleme viel stärker in den kulturellen Codes, Sprache, Bildern und so verankert sind. Ich glaube sozusagen, dass die politischen Probleme oder Konflikte, die wir im Moment so deutlich wahrnehmen, dass sie in der Kultur eigentlich schon viel, viel länger sichtbar sind. Also ich meine damit jetzt nicht nur in der Gesellschaftskultur im Umgang, sondern auch an den Bezugsgrößen. Wir haben jetzt zum Beispiel dieses Jahr Beuys-Jahr, Josef Beuys, und die großen Kulturinstitutionen problematisieren ihn im Wesentlichen gar nicht. Tatsächlich ist aber sozusagen die Ikonografie von Josef Beuys durchsetzt von Essentialismus, von eigentlich für mich ganz eindeutig identitären Referenzen und Denkmustern und so weiter. Und wenn ich versuche, mit Leuten darüber zu reden in der Kultur, dann sagen die mir, was, wieso? Nein, der war doch ein ganz wichtiger Mensch. Also für mich hat der sozusagen im Prinzip, da liegt es relativ
klar auf der Hand. Ja, und über Kunst und Kultur, würde ich sagen, werden diese Bilder und auch die antisemitischen Stereotypen, also wie gesagt, ich rede jetzt mal Deutschland davon, die antisemitischen Stereotypen vom Kulturpessimismus, die werden da wirklich sozusagen sehr lebendig gehalten und schleppen sich einfach so durch. Und da gibt es sehr wenig Aufarbeitung. Und mein Einwand wäre jetzt gewesen, dass ich zum Beispiel weiß, meine Großeltern in der DDR, also von Juden war da nie die Rede, das waren immer Widerstandskämpfer. Und die Sichtbarkeit von Juden und so, das war sozusagen schon eher ein Problem. Also das wurde eher sozusagen als nicht so gern gesehen. Und dieser selbst erklärte Antifaschismus der DDR, der hat zwar auf den Biografien dieser Leute durchaus sozusagen aufgebaut, aber die haben ja im Prinzip überhaupt gar keine richtige Stimme gehabt. Und am Ende hat es einfach an der Aufklärung gefehlt. Und ich finde es sozusagen auch gar nicht verwunderlich, dass der Projektion auf den Osten und dass sozusagen die Attraktivität des Ostens für die AfD und auch für die AfD aus dem Westen, also die sind ja sozusagen ganz heiß darauf, auf sozusagen im Osten eine Rolle zu spielen. Ich glaube, das hat was miteinander zu tun. Also sie hätten, also zumindest bin ich noch an keiner Stelle vom Gegenteil überzeugt worden. Und ja. Aber der Einwand ist, glaube ich, jetzt klar. Das wäre mein Einwand. Jetzt, ja, ich sehe das natürlich anders und kann auch sagen, zur Zeit in der DDR fühlte ich mich immer wohler als Jüden, als in West-Berlin. Das war einfach so. Es fühlt sich normaler an. Die Leute waren, die waren weder zum Antisemitismus geneigt, noch zum Philosemitismus, was manchmal genauso schlimm ist. Gut, das war Ost-Berlin. Ich bin zu den Zeiten ganz wenig in den Rest von der DDR gereist. Dass man in Ost und West nicht so viel mit Juden zu tun hatte, das liegt auf der Hand. Erstens, es war nicht genug von uns. Zweitens, glaube ich, diese traumatische Tatsache, das Einzige, was man über Juden weiß, ist, dass wir sie ermordet haben, hat dazu beigetragen, dass man das ganze Thema lieber außer Acht ließ. Das glaube ich. Und lieber von Widerstandskämpfer geredet hat. Dennoch, und das ist belegt, es gab über 1000 Filme, die in der DDR gemacht worden sind, nicht nur über Nazi-Verbrechen, sondern direkt über den Holocaust. Und einige dieser DEFA-Filme kann man noch sehen. Im Gegensatz zum Beispiel zu dieser Hollywood-Schrecklichkeit, Holocaust, was 78 so große Furore in Westdeutschland gemacht hat. Ich habe versucht, das aus historischem Interesse nochmal anzuschauen. Ich müsste aufhören nach einer halben Stunde. Es gibt aber, also zu der Zeit, wo in Westdeutschland nur Heimatfilme lief, gab es ernsthafte Arbeiten und die wurden im Fernsehen gezeigt und ins Kino und es gab gleichzeitig auch Bücher, auch Zeitzeugen. Also ich sage nicht, dass es perfekt war. Die These ist nur, es war besser in den ersten Jahrzehnten der DDR als in der BRD. Zu der Frage, warum fängt die AfD eher vorher im Osten als im Westen? Erstens, das wissen Sie bestimmt so gut wie ich, die politische Leitung der AfD ist vom Westen nach Osten gezogen, also mit ein paar kleinen Ausnahmen. Also ja, aber warum? Das gehört auch dazu. Warum? Weil, und das ist auch eine, etwas, was man mit amerikanischen Verhältnissen vergleichen kann, weil man weiß, dass es ein Fundus an Ressentiment im Osten gibt. Aber dieser Ressentiment hat realen Gründen. Ich habe vorhin gesagt, ich als Army höre ich oft Sachen, sowohl von Westis wie von Ossis, die sie einander nicht sagen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie oft ich von Wessis gehört habe, in dem Moment, wo der Ossi aus dem Zimmer geht, irgendeine banale, herablassende, verachtende Klischee über
Ossis und über die DDR. Das ist extrem präsent und ich fürchte, das würden Sie nicht hören, wenn Sie sich als Ossi identifizieren. Genauso wie ich in der letzten Zeit keine wirklich schreckliche antisemitische Aussagen höre, weil man weiß, ich bin Jüden. Ja? Aber dieser herablassende Blick auf den Osten, was bis heute, also ich meine, das kann man auch mit Zahlen belegen, 1,7% aller leitenden Stellen durch Politik, Kultur, Wissenschaft etc. In Ostdeutschland sind von Ostdeutscher besetzt. Solche Sachen, das sind Zahlen, die man festlegen kann. Ich glaube schon, dass das wirklich sehr fruchtbarer Boden ist für Menschen, die anstacheln wollen gegen die Regierung, gegen die da oben. Also ja, man darf natürlich auch nicht die Deindustrialisierung der 90er Jahre vergessen. Und eine Sache noch, und gleichzeitig muss man auch innerhalb der DDR, glaube ich, periodisieren. Wir haben eine Phase, wo es auch sehr viele von Kunst her, sehr bedeutende Kunstwerke, die nach 1990 dann verdrängt wurden. Ein Beispiel, eigentlich hat die DDR, hat 1959 den großen Preis der Jury in Cannes gewonnen. Aber in Wirklichkeit hat es Bulgarien gewonnen, weil die DDR nicht antreten konnte, weil nur der Drehbuchautor hat dann den großen Preis bekommen, wie der Hallstein-Doktrin durfte die DDR nicht kommen. Aber es ist ein DDR-Film, der erste Film, auch international, der einen Filmpreis bekommen heißt, der heißt Die Sterne, des Drehbuchs von Angel Wagenstein und der Regisseur ist Konrad Wolf. Ja. Und dieser Film verschwand nach 1990 aus den Kinos oder auch aus der Gedenkkultur und kam dann über Steven Spielberg. Die Spielberg Foundation hat, nachdem Angel Wagenstein Romane dann in Amerika rausgekommen sind und der große Literaturpreis in Frankreich bekommen hat, kam der Film als DVD damals noch, jetzt mittlerweile als Stream auch, wieder zurück. Also das muss man sagen. Gleichzeitig muss man, glaube ich, auch sehen, dass man in 15, 16 Jahren, glaube ich, sehr wenige sich wirklich als Juden bekannt haben. Ich frage zum Beispiel auch, ich kenne ja deinen, weil mein Vater befreundet war mit deinem Großvater ja, glaube ich, seit den 70er Jahren. Und ich habe es erst eigentlich erfahren, er hat sich also nicht mit der Wende dazu bekannt, sondern einfach, ich weiß nicht mehr genau, aber also Anfang der 80er Jahre muss das gewesen sein. Da wurden dann eingeladen zu irgendwelchen jüdischen Festen. Davor wusste das keiner so genau. Wusste man ungefähr, aber man hat keine jüdische Feste. Ich habe die Namen vergessen. Kann ich jetzt natürlich schwer beurteilen, weil ich gehöre auch noch zu den ganz Jungen, die noch. Nein, aber ich will hier ganz kurz noch, weil das jetzt für mich wichtig ist. Ich will ja keine Lanze dafür brechen, dass Westdeutsche, Ostdeutsche abwerten oder das Ostdeutsche abgewertet, das will ich ja gar nicht in Frage stellen. Das ist sozusagen nicht der Punkt, den ich versuche zu machen, sondern der Punkt ist, dass ich glaube, dass da eine kulturelle Aufarbeitung gefehlt hat. Also wenn ich heute mit jungen Freunden von mir, also die meisten Freunde von mir sind auch noch sozusagen gerade so im Osten geboren, wenn ich mit denen darüber rede, dass die DDR ein NS-Nachfolgestaat war, dann haben die zum ersten Mal darüber nachgedacht, wenn ich denen das gesagt habe. Und das ist der Punkt, dass sozusagen den Leuten, das hat sozusagen ja auch, ich rede jetzt mal nur von meiner Generation, so, das ist sozusagen jetzt mal mein Großvater, ob der sich sozusagen als Jude bekannt hat, der im Übrigen, er hätte immer in den Westen gehen können, er hatte sozusagen die Möglichkeit, er ist auch nicht in den Westen gegangen, er ist im Osten geblieben, er meinte immer, er weiß, mit wem er es da zu tun hat und so weiter und so fort. Ich kann das durchaus sozusagen retrospektiv irgendwie nachvollziehen und ich kann jetzt sagen, oh, ich hätte es ganz anders gemacht, aber ich will mich nicht in seine Situation reinversetzen müssen. Ich weiß aber auch, dass er sozusagen sehr schnell ins Ausland gegangen ist als Auslandskorrespondent und sozusagen seine Solidarität mit der DDR eher so aus dem Ausland sozusagen gelebt hat. Aber ich würde sagen, das ist für mich interessant. Was ist sozusagen jetzt mit den jungen Leuten meiner Generation, dass sie quasi überhaupt gar kein Verständnis dafür haben, dass sie sozusagen das so verinnerlicht haben? Das ist eben die Frage. Es hat eben keine
sozusagen da sich kein kulturelles Bewusstsein für entwickelt, dass man als Ostdeutscher ebenfalls Teil einer NS-Nachfolgegesellschaft ist. Sondern es hat durchaus sich eine Form der Selbstexkulpation über die Generation durchgeschliffen. Und so langsam, ich muss das sozusagen wirklich durchstreiten, quasi, ja. So, dass es dafür ein Bewusstsein gibt. Und aber die Frage ist doch, denn das muss eine Generation, die ist doch in der gesamtdeutschen Schule gegangen. Und die ersten, die auch über Täter gesprochen hatten, also zum Beispiel, wir waren ja vor 10 oder 12 Jahren, wurde groß erzählt über die Wohlgesinnten, dieser Roman. In der DDR hatte man überall von Robert Merle, der Tod ist beim Beruf. Das war selbst in Betriebskantinen oder Betriebsbibliotheken war das da. Also da weiß ich nicht, also das muss dann eigentlich die minderwertige Schulausbildung dann gewesen sein der 90er Jahre. Ich würde eher sagen, dass sich eine Gesellschaftskultur natürlich nicht nur in der Schule entwickelt, sondern natürlich auch in der Art und Weise, welche Möglichkeiten man hat, und zwar gesamtgesellschaftlich und gesellschaftskulturell, welche Möglichkeiten man eigentlich hat, zum Beispiel sich ein bisschen zu entlasten, da sich das zu umschiffen. Hat man das Angebot, gibt es das Angebot und nutze ich das Angebot. Und deshalb, und das ist sozusagen, das spielt eine Rolle. Und deshalb will ich auch übrigens sagen, diese ganze Erinnerungskultur, diese ganzen Fragen, ich meine, natürlich sind die alle, ich verstehe das, wenn Sie sagen, in Amerika könnte man jetzt mal von Deutschland lernen oder es gibt Aspekte, da könnte. Nicht nur Amerika übrigens. Nicht nur, ja, und ich meine, sagen wir mal so, überhaupt in der ganzen Post, sozusagen, alles, was so betroffen war, ja, wir haben das ja auch sozusagen in den Ostblockländern und England, so. England, Frankreich, Spanien. Also nicht nur im Westen, auch im Osten. Aber ja, ich will dazu, aber sozusagen, dass das quasi so unheimlich mit so gegen so viel Widerstand erkämpft wurde. Wenn ich nur darüber nachdenke, dass es sozusagen, dass ich, nachdem ich diese Geschichte erzählt habe mit Julia Stoschek, ich bin sozusagen ein quasi eher am Prekariat, also so als Künstler, ich bin jetzt nicht wohlhabend, die Frau ist Milliardärin. Ich habe E-Mails von Milliardären bekommen, warum ich diese arme Frau an den Pranger stelle, warum ich sie fertig mache, was denn sozusagen diese arme Frau mir getan hat. Also sozusagen der Schutzmechanismus, nun ist das sozusagen eher eine Westgesellschaft, ja, aber der Mechanismus, der da einsetzt, die Selbstverständlichkeit, das sind alles Leute, die sich ganz stark bekennen zur deutschen Geschichte und so. Das ist verinnerlicht und es gibt da Widerstand. Naja, ich kann Ihnen nur sagen, dass als ich fast ein Jahr verbracht habe in Mississippi mit Menschen, die wirklich daran arbeiten, jetzt die Geschichte aufzuarbeiten, war das für sie eine wunderbare Erleichterung zu hören, wie sehr sich die Nazi-Täter-Generation dagegen gesträubt hat. Weil sie sehen, das ist normal. Man will möglichst wenig Schuld auf sich laden und auf die Eltern oder die Großeltern. Das ist ein normaler psychologischer Mechanismus, dass es nur teilweise durchbrochen ist in Deutschland mit den ganzen Widerständen, ist schon eine zivilisatorische Leistung. Tut mir leid. Aber es ist nicht die Leistung der Deutschen. Wissen Sie, was ich denke tatsächlich? Ich denke, ich bin der beste Freund von Julia Stoschek. Weil tatsächlich, wenn sie das machen würde, wenn sie das Angebot annehmen würde und diese Familiengeschichte aufarbeitet, sie kann ja nur gewinnen. Also jede deutsche Industriefamilie, alle, die das gemacht haben, sie haben doch sozusagen bis heute, sind so stolz darauf. Nichts tragen sie mit mehr Stolz vor sich her, als sozusagen die Erinnerungskultur. Das ist, worauf man stolz ist. Aber muss man vielleicht bei dieser Sache auch wirklich erstens historische Phasen betrachten und zweitens muss man, das fand ich sehr beeindruckend bei Ihrem Buch, auch Ambivalenzen zulassen. Sie haben doch dieses Kapitel über Oxford, Mississippi, über William Faulkner, der ja einerseits in einem Sklavenhalterhaus gelebt hat, auch schwarze Bedienstete gehabt hat, aber gleichzeitig... Alle hatten schwarze Bedienstete. Ja, aber er war Rassist. Das ist ein neues Buch über ihn rausgekommen, das privat er wirklich wahnsinnig rassistische Sachen gesagt hat.
Andererseits hat er die beste Romane über die Rassentrennung geschrieben, als irgendein anderer Amerikaner an Toni Morrison ausgerechnet hat ihr Magisterarbeit über Faulkner geschrieben. Ja, die also, heute den 90. Geburtstag gehabt hätte. Das ist richtig. Feiern wir jetzt Toni Morrison. Ja, also, das ist vielleicht also diese Ambivalenzen sind enorm wichtig. Das ist menschlich. Na gut, aber die haben, klar, die sind ich, da. Ich muss jetzt leider unterbrechen, weil wir sind weit fortgeschritten im Programm. Ich wollte nur noch ein Plädoyer haben für Ambivalenzen und damit bedanke ich mich hier bei Frau Susan Neimann und wünsche vielen Lesern auch dem Buch von den Deutschen lernen. In Deutschland ist es letzten Frühjahr erschienen und wird wahrscheinlich bald wieder aufgelegt werden. Da, es ist noch deutsche Exemplare gibt es noch. Ach so, in Amerika ist es ausverkauft. Ach so, das ich habe vorhin, gut, dann wissen wir es, dass es jetzt in Deutschland noch zu eines kaufen kann und lesen kann. Dankeschön. Ja. So, jetzt kommen wir zu einem anderen Thema oder einem ähnlichen Thema. Jetzt müssen wir erstmal hier die Kopfhörer aufsetzen, damit wir was hören. Ja, hallo. Hallo, kann man mich hören schon? Und ja, jetzt, also ich kann dich jetzt hören und da können wir schon sprechen. Ich habe ja auch du hast dich ja beschäftigt mit William Faulkner und hast bei deinem großen Text, hast du sogar Faulkner erwähnt, zumindest im Interview, dass das Vergangene nie eigentlich vergangen ist. Das habe ich bei dir in deinem Büchern gelesen oder besser im Interview. Und du hast einen ganz speziellen Text gemacht, wo unser Thema der Schichten der deutschen Vergangenheit nochmal ganz anders aufkommt. Du hast das berühmte Panorama-Gemälde in Bad Frankenhausen, das Bauerkriegspanorama, nicht übermalt, sondern überschrieben. Wie kam es dazu? Naja, ich war 2018, glaube ich, war ich dort und habe mir das mal auf so einer Rückfahrt nach Berlin angesehen und war ziemlich überwältigt von diesem ganzen Ensemble dort und fand auch erstaunlich, nicht nur dass dieses Panorama selber und diese ganze Geschichte um dieses Panorama, sondern auch die Inszenierung dort. Also so ein Bild steht ja nicht für sich, es wird umgeben mit ganz viel Text. Also wenn man dorthin geht, kann man sich Kopfhörer nehmen und bekommt dann jede Menge erzählt. Früher soll es sogar Jahrmarkts-attraktionsmäßig abgelaufen sein mit Budenzauber und allem drum und dran. Und das ist natürlich schon mal sehr spannend gewesen medial. Ich habe aber dann nicht sofort, ich hatte nicht die Absicht dazu, etwas zu schreiben, habe das dann ein Jahr später eigentlich oder noch eineinhalb Jahre später in einem ganz anderen Zusammenhang, als ich gefragt wurde, zu Realismus etwas zu machen, also so eher von wissenschaftlicher Seite, habe ich mir dann überlegt, was ich da machen kann und mir fiel dieses Panorama wieder ein. Und das war auch die Zeit, in der dieser unselige Landtagswahlkampf in Thüringen und in Brandenburg ablief. Und so hat sich das so ein bisschen aufgedrängt, da etwas zu machen. Es ist natürlich so, also wenn man so will, im Herzen saß die Frage, wie kann man überhaupt sowas wie gesellschaftlichen Zusammenhang in einer Zeit erzählen, in der die Spaltungsenergien extrem zunehmen, zahlreiche Krisen kulminieren, also ökologische Krise, in einer Zeit, wo vielleicht Solidarität im positiven Sinne Auseinandersetzung gesucht werden muss. Sie ist da und sie ist Gott sei Dank da und ist auch stark. Man findet sie dann auch. Da ist es, schien es mir interessant, mir diese Frage zu stellen. Und
Dann habe ich, ja, ich habe doch einiges bei, von Heiner Müller gelernt oder wahrgenommen, und er hatte diesen ganz berühmten Text Bildbeschreibung auch gemacht. Und das war so ein bisschen der ganze Hintergrund. Und daraus hat sich das ergeben, dass ich da losgelegt habe, schon auch mit dieser ganzen Beschäftigung, NSU-Prozess, Rechtsextremismus aufkommen da im Nacken. Ja, also das muss man auch sagen. Das hat mich doch sehr lange mittlerweile schon beschäftigt. Ja, das ist ja wirklich interessant, dass du sagst, dass du die Bildbeschreibung von Heiner Müller dich inspiriert hast, weil bei Müller ist ja auch bei seinen anderen Stücken immer so viele historische Schichten. Und das ist ja eigentlich, wenn man Bad Frankenhausen sieht, das ist einerseits der Bauernkrieg, die erste Revolte auch war, nicht nur der Bauern, sondern auch der armen Handwerker oder die auch jetzt wieder in den letzten Jahren virulent gewesen ist. Ein berühmter französischer Schriftsteller, Eric Vuillard, hat also ein Buch dazu geschrieben, das ist in Deutsch bei Matthes und Salz. Der Krieg der Armen heißt das, erschienen. Es ist also praktisch diese frühe Phase. Dann ist aber auch die Auseinandersetzung, da kommen wir auf unser Gespräch wieder, dass die DDR das als Auftragskunst gemacht hat, wo man sich auch eine antifaschistische, progressive Geschichtsvision angeschafft hat und gleichzeitig die Ambivalenz, also Staatsauftrag, aber gleichzeitig ist durch die unglaubliche Könnerschaft von Tübke und die Auseinandersetzung mit der, sind viele Schichten der deutschen Kultur, dass man es niemals auf Ideologie, wie vieles von der DDR-Kunst, also reduzieren kann. Und das hast du ja wirklich, ist ja, glaube ich, gelungen. Aber mich würde noch mal interessieren, wie bist du zum NSU-Prozess? Das sind ja verschiedene Facetten der Zerklüftung und des Rechtsdrift in Deutschland, speziell auch in der Region Nordfrankenhausen. Wie hast du dich da auseinandergesetzt? Hast du dich da mit Dokumentarstücken oder was waren die ersten Impulse dazu? Naja, also was den NSU-Prozess anging, das war für mich ein sehr interessanter Ort, weil dort sich so einerseits dieser Rassismus, der einerseits Alltagsrassismus neben organisierten Rassismus, neben institutionellen Rassismus quasi zusammenkamen, ja, in diesem Gerichtssaal. Ja. Das hat man sozusagen alles da in einem Package gehabt, und zugleich der Versuch, der institutionelle Versuch oder Versuch im Gericht damit mit diesem Geschehen umzugehen, und das irgendwie, das sollte ja auch so ein Prozess hat ja nicht nur die Aufklärung des direkten Tatgeschehens, sondern da geht es ja darum, wer half da mit, und also eigentlich so ist es ein weiterer Aufklärungsprozess, der da auch stattfinden sollte, neben diesen ganzen Untersuchungsausschüssen, die da links und rechts in ganz Deutschland waren. Und das ist ja gescheitert. Das war ja ein Prozess, der, wenn man dorthin ging, ich bin da sehr oft da gewesen, hat man diesen Leerlauf auch richtig performativ auch beobachten können. Ja, also das war interessant, einfach das wahrzunehmen. Ich selber habe dazu Hörspiel, Theaterstück und ein Roman, der noch nicht ganz fertig ist, geschrieben. Das war so ein bisschen das, was nebenbei am Schreibtisch lag, und hatte aber dann auch das Gefühl, jetzt geht es einmal in diesem Text nicht darum, zu sehr auf diesem einen Fokus zu bleiben, sondern tatsächlich den Zusammenhang zu suchen und auch eher ein Wimmelbild oder ein Bild, genau wie das eben Tübke auch gemacht hat, diese vielen, vielen Szenen, die man da sehen kann, die so teilweise allegorisch sind, die dann teilweise Schlachtenszenen sind, aber es mischt sich eben alles, damit auch das aufzunehmen, wie sich das heute fügen, das war auch so, fügen würde. Es war auch so eine Art, ich musste mir da Luft verschaffen mit diesem Text. Ja. Ich kann es einfach nur so bezeichnen. Bevor du einen Text, ein Stück davon liest, möchte ich gerne nochmal Leo fragen, wie hast denn du diesen NSU-Prozess und diese Auseinandersetzung erlebt? Ist das ein Stoff, der dich interessieren würde, oder hast du da was gemacht dazu, oder wie hast du das erlebt? Ich habe dazu konkret nichts gemacht.
Jetzt also keine konkrete Arbeit. Es ist, was ich interessant fand, es war in der Kunstwelt ein ganz wichtiger Moment, wo wieder verstärkt auch politische Arbeiten gemacht wurden, also wo sich sozusagen politisch oder wo sich damit sozusagen auch konkret auseinandergesetzt wurde. Mir hat es davor, es mag eine subjektive Wahrnehmung sein, aber mir hat es gefehlt, aber es hat sozusagen schon was losgetreten. Da gab es dieses NSU-Tribunal, es hat an den Theatern sozusagen viel ausgelöst. Es gab einige Künstler und Künstlerinnen, die dazu was gemacht haben. Ja, so habe ich das erlebt. Für meine Arbeit, ich finde sozusagen immer, guck so ein bisschen an so einer etwas anderen Stelle meistens, versuche sozusagen, ja, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ein bisschen die kulturellen Kontinuitäten und so zu behandeln. Aber ja, das ist mir aufgefallen, also dass das sozusagen, da haben sich Kollektive geformt und so, das, ja. So habe ich das erlebt. Um Kontinuitäten geht es ja wirklich in diesem Text und gerne würden wir mal ein Stück daraus hören. Achso, dann, ich wollte doch vielleicht noch ganz dazu anmerken, ja. Weil das fand ich jetzt ganz treffend, was Herr Kahane gesagt hat. Es ist vielleicht auch der Moment, wo nochmal ganz, und mir persönlich ist es sehr deutlich geworden, dass, dass es immer diesen Zusammenhang gibt, dass es sozusagen zivilgesellschaftliche Organisationen, Angehörige, Überlebende, ja, ganz unterschiedliche Gruppen zusammenarbeiten, dass quasi Kunst nicht etwas ist, was alleine für sich geschieht, sondern in einem Zusammenhang. Und das ist etwas, was ich da auch sehr positiv fand und was jetzt vielleicht, ich meine, morgen ist der Jahrestag von Hanau, was sich da nochmal weiter, also was, da gibt es ja auch eine ganz starke Initiative der Angehörigen und unterschiedlicher Gruppierungen und das ist schon, da hat sich auch was bewegt, wenngleich man auch sagen muss, dass diese Kontinuität, die sich seit, es ist ja auch irgendwie schrecklich, wenn man sich anguckt, wie sich das so weiterentwickelt hat mit NSU 2 und diese ganzen rechtsextremen Gruppierungen, die da so auftauchten und diese ganzen Hassgeschichten, die wir da erlebt haben in den letzten Jahren, das ist etwas, ja, was vielleicht auch dazu zu erzählen ist. Ja, ja dein Text ist ja aber nicht die Kontinuität nur des Grauen, sondern auch des Aufstands gegen den Grauen. Diese dialektische Spannung sollten wir auch nochmal nicht vergessen. Das wäre auch der Tradition von Faulkner und von Heiner Müller. Aber ja, jetzt haben wir mal den Text. Ich lese einfach den Anfang. Das ist das, ja, wunderbar. Es bräuchte ein neues Bauernkriegspanorama, heißt es, jetzt immer wieder angesichts der Wahldebakel im Osten. Eine für die Rettung frühbürgerlicher Revolutionen geeignete Bildkomposition, die etwas von den damaligen utopischen Kräften bewahrt, indem sie die Betrachter im Kreis gehen lässt, wie damals in der späten DDR in Bad Frankenhausen, als der Abgesang auf die staatlich festgefrorene Revolution noch nicht so laut zu vernehmen war. Für so ein monumentales Panorama kann es heute allerdings keinen öffentlichen Auftrag mehr geben, allenfalls einen, der immer schon aus einer falschen Vergangenheit kommt oder als Firmenauftrag ausgelobt wurde, ein Ornament eines Unternehmens, das den gesellschaftlichen Frieden als Teil seines Brandings versteht. Auf der gesamten Bildfläche wird eine ganze Weile lang jedenfalls nur dieses eine Grüppchen zu sehen sein, das marodierend herumläuft und sich nachts gerne in Träumen zeigt. Sind es Reichsbürger? Sind es Wutbürger? Sind es diese Menschen von Ausweichbewegungen umgeben, die man nicht recht zuordnen kann, nein, vielmehr will, als würde diese Zuordnung einen selbst angreifen? Erstaunlich wenig Menschen für so eine Bildfläche obendrein, wird man sagen, da stimmt etwas nicht, aber schon ziehen sie alle Aufmerksamkeit auf sich. Vermutlich sind es auch mehr die Ausweichbewegungen, die man zuerst wahrnehmen wird, als dieses Grüppchen selbst. Wisch- und Wegbewegungen, die immer hilfloser erscheinen, bis die Lautstarken voll sichtbar auf den Hügeln stehen, auf deren Höhe der Rundgang des Panoramas eröffnet wird. Das sind nicht die Nachfahren Thomas Münzers, müsste man allerdings auf alle Banderolen des Bildes schreiben, auf jede Bildunterschrift, die sich einem bieten könnte. Doch vor Bildunterschriften ist dringend zu warnen, jenen kleinen Zwischentiteln, gleichermaßen verwandt den emblematischen Formen der Renaissance oder gar Barockmalerei wie dem Storytelling von Instagram, die nur noch leergelaufene Begriffe beinhalten oder Wörter, die im Prinzip unverständlich geworden sind.
solcherlei Bildunterschriften drücken heute sowieso nur immer aus, das sind die anderen, niemals wir. Uns gibt es ja nur noch in Einzelporträts. Aber nein, hier zeigen sich marodierende Grüppchen, die alles zurückbauen wollen, am besten das ganze Land. Oder ist da gerade in Wirklichkeit niemand, nur wüste Landschaft, durch die man ziehen könnte, mal dahin, mal dorthin, Strandlandschaft, Unterwasserböden, nein, Meeresboden, zum Beispiel 5000 Meter Kalypso tief, Gletscherreste auf Mount EU, Gewerbegebiete um Bad Hersfeld herum, große Lagerhallen, Amazon, Post Libre. Stationen, zwischen denen etwas in der Art von Flixbussen unterwegs ist, die bekanntlich immer öfter Unfälle bauen, weil ihre Fahrer übermüdet sind, dem Sekundenschlaf ausgeliefert, der einsetzt, wenn die Zeit kommt. Und sie kommt immer. Ja, der Sekundenschlaf müsste zu sehen sein, das wäre das Mindeste. Es zeigen sich jetzt schon Betonflachbauten und daneben der Neuköllner Arbeitsstrich, von Menschen plötzlich bevölkerte Bushaltestellen im städtischen Niemandsland. Es gibt nicht genügend Wasteland für die Erfordernisse unserer Zeit, heißt es. Und so verdichtet sich auch das, schiebt sich ineinander, in Fußballfeldgröße wird da nicht mehr gemessen. Die Fußballfeldgröße überlässt man den deutschen Wäldern, der sogenannten freien Fläche, als Maß ihres Verschwindens inmitten der allgemeinen Betonversiegelung. Jetzt schon vom Verschwinden zu sprechen, wäre allerdings voreilig, vorauseilender Gehorsam quasi, denn vieles ist noch nicht richtig aufgetaucht in den meisten Bildausschnitten, wie man sagt, die nie ein Ganzes ergeben werden und alleine doch nicht weitermachen können. Vom Verschwinden zu sprechen, wäre insofern voreilig. Allerdings wird man sich gleich von Anfang an aus der Bildoberfläche zurückziehen und das, was am Ende erscheint in unserer permanenten 360-Grad-Bewegung, wird jedenfalls ziemlich leer aussehen oder in einer merkwürdigen Weise übersichtlich. Vielleicht bleiben nur Gesichter aus den Regionalzügen übrig. Den Cantus von Eisenach nach Bebra, von Rothenburg an der Fulda nach etwas wie Göttingen. Gesichter in Räumen, in denen Fahrkartenkontrolleure unterwegs sind, sozusagen Bahnangestellte, die bei bestimmten Leuten nach Ausweisen fragen und von der Polizei zu sprechen beginnen, bevor noch irgendein Sachverhalt geklärt ist. Inländerzüge, die stets von Ausländerzügen fantasieren, sowas in der Art. Klar ist, nicht mehr wollen wir, die sogenannte gesellschaftliche Mitte, Einwohner eines Panoramas sein, nur zu gewissen Fußballspielen ändern wir schlagartig unsere Meinung, dann wollen wir aber ganz vorne stehen, in der ersten Bildreihe, bis zum Abpfiff jedenfalls, danach aber sofort wieder weg, ab in die Selfie-Strecke, die auch die arrogante Stille genannt wird und plötzlich auch meine ganze Umgebung darstellen soll. Ja, Menschen wie ich, wird gesagt, seien Teil des Problems. Sie beschäftigen sich nur noch mit sich und hielten sich für repräsentativ für alles. Das muss schon Jahre so gehen, dieses Hin und Her. Es hat Spuren auf dem unteren, also vorderen Teil des Bildes hinterlassen, wie Bremsspuren von schwerem Gummi, einfache Schlieren oder verrutschte Gesten, die auf eine schleichende Bewegung hindeuten, raus aus den gemeinsamen Emotionen im Kino sehen, Theater sehen, vor Podien in Schulklassen, Quartiershallen, auf Personalversammlungen, Betriebsöffentlichkeiten, Parteiveranstaltungen. Orte, die ich Nacht für Nacht wie eine exotische Schmetterlingssammlung aus meinen Träumen zusammensuchen müsste. Zusammenfangen in der Luft nächtlicher Gewitter und merkwürdiger Stimmungen. Jene Exemplare, die mir eben nicht so einfach auf die Schultern flattern, sondern wenn, dann gleich mitten ins Gesicht fahren, sich aus der Halbdunkelheit auf mich stürzen und überhaupt nichts Buntes mehr an sich haben. Mit hilflosen Abwehrbewegungen versuche ich sie zu verscheuchen, bevor ich mich ihnen mehr pro forma zuwende. Seht her, ich bin doch interessiert an so etwas wie einem gesellschaftlichen Zusammenhang. Es ist dieser wiederkehrende Albtraum, der mir sagt, dass ich keinen Ort mehr habe in meiner gewohnten Welt, dass auch ich rausrutschen könnte aus den gemeinsamen Kiezversammlungen gegen Gentrifizierung, aus den Initiativen der Schule gegen Rassismus, an den Straßenkonzerten des Karnevals der Kulturen, den Prinzessinnengärten und dem Weltacker, von dem mir eine Oma gegen rechts erzählte, flüsternd neben der Bühne einer proeuropäischen Demonstration, wo Erstunterzeichner den großen Max machen. Währenddessen füllen sich andere mit nationalem Stolz, bis sie platzen.
sodass Teile des Panoramas mir gleich um die Ohren fliegen werden. Bildmomente, auf denen Gestalten mit Rechthabermienen zu sehen sind, die sich häufig fühlen, häufig genug, um alles darzustellen. Gesichter von den Menschen aus Siegen, aus dem Werra-Meißner-Kreis, aus Cottbus, aus Erfurt. Vom Land, fürs Land, bloß nicht Berlin. Nichts wissen wir Städter vom Land. Die Frauenkirche in Dresden, die Büroetage in Mainz, wo es bekanntlich kaum Büroetagen gibt, wissen schon nichts vom Land. Der Fahrstuhlschacht aus Köln weiß nichts davon. Eher schon die Chemnitzer Bahnhofsmöblierung, jenes Vorzeigeprojekt zur Gestaltung des öffentlichen Raums nach der Abkoppelung vom Intercity-Zugverkehr. Dort, wo die ehemalige Mobilität einer Stadt noch ein wenig um den Bahnhofsvorplatz schlingert, einen Businesshafen simulierend. Ihr Refrain lautet: Parkhäuser sind redlich. So, weiter ja. Punkt. Und wer es weiter wissen will, wie es weitergeht, da gibt es ein kleines Büchlein im Verbrecherverlag erschienen. Und da findet man auch noch andere Materialien dazu. Also zum Beispiel, denn dieses Essay wurde ausgezeichnet mit einem Wortmeldungspreis. Und jetzt sieht man auch das Büchlein. Und das ist für die Leute, die wissen wollen, wie die Geschichte oder dieser Mischung aus Erzählung und Schichtungsroman oder Essay eben weitergeht. Wir müssen jetzt leider Schluss machen, nicht nur bei dieser Veranstaltung, sondern unsere Reihe endet. Aber das ist ganz gut, dass sie mit einem so offenen Schluss endet, denn wir haben natürlich noch nicht vieles nicht wirklich diskutiert. Es sind Fortsetzungen wahrscheinlich notwendig. Alle unsere Veranstaltungen kann man in der Mediathek finden. Ich gebe noch mal am Abschluss, weil es immer so dumm ist, so ein paar kleine Thesen am Schluss zu sagen, wenn man über so viele Stunden diskutiert hat. In der ersten Veranstaltung, die hatte den Titel Aufrechter Gang auf bewohnbarer Erde. Das ist ein Zitat des großen Philosophen Ernst Bloch. Und da ging es um das Konzert der Großmächte damals und heute, 1870, 71, 1990 und dann in der Gegenwart. Da war der Wenzel, der Liedermacher, dabei, der auch bei heute bei der Veranstaltung am Anfang eingeblendet war. Dann Albrecht von Lucke, ein Redakteur und Autor von den Blättern für deutsche und internationale Politik, der auch Medienpartner war, diese Zeitschrift bei uns hier. Dann habe ich einen kleinen Vortrag gehalten über die doppelte Einheit und Sandra Buschow hat Fotos gezeigt. Die zweite Veranstaltung, der Mensch wird abgerichtet oder wird hingerichtet, ist ein Zitat von Wedekind. Da ist natürlich auch dabei immer der Kolonialismus, die Stellvertreter, die Neuordnung, die Ausrichtung nach den europäischen oder deutschen Mustern. 1871, 1990 und der Gegenwart. Da war die heute schon erwähnte Benedikt Savada, der große Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Dann gab es Musik von einer Schweizer, sudanesischen Künstlerin und Rechtsanwältin, Madina Meyes, die auch über ihre eigene Rassismuserfahrung berichtet hat. Und es gab Texte, die Schauspielerin Anna-Sophie Schindler vorgestellt hat, die ausgewählt worden sind von Frau Savard und mir. Und der nächste Teil ging es dann, ach, die soziale Frage, die macht alle Regierungen schaudern. Das ist aber kein Sozialrevolutionär, der es gesagt hat, sondern es war Otto von Bismarck. Es ging um die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich und die Proteste dagegen. Denn die ersten Proteste, die es überhaupt in einem deutschen Staat gab, die wirklich wesentlich waren, waren die Proteste, die Mieterproteste 1872. Und da ging es über das, was man heute Gentrifizierung nennt. Da war dabei Michael Brie, das ist einer hier von der Luxemburg-Stiftung, ein Sozialwissenschaftler. Dann Naika Forotan, die Direktorin für Migrationsforschung hier an der Humboldt-Universität. Dann Jana Simon, Reporterin von der Zeit, die auch über die Prozesse reflektiert als Journalistin und darüber ein Buch geschrieben, Unter Druck, über die wir jetzt gerade gehört haben, von Katrin Rögler. Es ging da auch zum Beispiel die Differenzen von einem Rechtsruck und sie hat auch
demonstriert das am Beispiel des Politikers Gauland. Dann war ein sehr interessanter Journalist und Künstler da, Christian Baron, der letztes Jahr sein Debütroman veröffentlicht hat, der zeigt, wie schwierig es immer noch ist, aus der Arbeiterklasse oder von den Arbeitern aus dem Prekariat aufzusteigen. Ja, und dann hatten wir eine Solo-Veranstaltung als vorletzte Veranstaltung. Die haben wir einen Spruch von Volker Braun genommen. Nicht die Flüchtlinge machen das Problem, sie machen es bewusst. Und diese Probleme an Flucht, Migration, Auswanderung haben wir dargestellt am Beispiel der Familie Ruge. Da hat die Schauspielerin, die Anne-Sophie Schindler, Texte aus 3 Jahrhunderten erzählt, wo alle Variationen von Flucht, Vertreibung und Auswanderung drin vorkamen. Und der Schriftsteller Eugen Ruge hat von seiner Familiengeschichte auch jenseits seiner erfolgreichen Romane wie In Zeiten des abnehmenden Lichts oder Metropol. Also viel Freude, dann wollen wir noch mal nachschauen. Die Reihe ist jetzt zu Ende. Wir machen aber nächsten Monat am 18. März mit einer anderen Sache weiter, was wo auch verschiedene Zeitschichten kommen. Und da geht es um die Pariser Kommune, die am 18. März 1871 begonnen hatte. Und da heißt er dabei Sebastian Haffner, beim 100. Jahrestag 1971 hat er geschrieben, am 18. März 1871 beginnt das 20. Jahrhundert. Und dann hat er auch beschrieben, welche Probleme nicht mehr relevant sind. Die sind aber jetzt wieder relevant. Wie auch in vielen anderen kommen bestimmte Muster des 19. Jahrhunderts wieder hervor. Aber das ist dann nächste Folge. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen.